nicht. Also wieder. Ich bin jetzt gerade am überlegen, war das ein Level in der Pyramide oder war das... ja. Ach, ich versuche einfach mal mit dem Kumpa-Panzer. Auf die Pyramide. Hier einfach die Sterne. Und... mal gucken, ob es der richtige war. Ich glaube es. Doch, es war der richtige Stern. Super. Und jetzt geht's wieder rein. Begebe dich in die Pyramide. Ja, von mir aus. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Please. Oh Mann. Ich komme gar nicht mehr vom Fleck. So. Jetzt gehen wir mal ohne Koopa-Panzer hier durch. Denn hier sind diese netten Kisten. Wo es ein Loch in der Mitte gibt. Wo man aber nur von einer Seite rein kann. Und wir werden auch gleich sehen, warum. Nee, der würde uns jetzt zermatschen. Jetzt haben wir noch. Und jetzt passen wir rein. Und werden nicht zermatscht. Nett. So. Hier können wir einfach rüberspringen. Und sind gleich am Anfang der Pyramide. Und da ist der Vogel, von dem ich gerade mal erzählt habe, dass er uns jetzt die Mütze klauen will. Geh weg. Du wirst unsere Mütze niemals bekommen. So. Hier kommen wir einfach nur ganz leicht auf rum vorbei. Tornado könnte uns mitschlären, aber das interessiert uns so nicht. Und jetzt heißt es mit viel Fingerspitzengefühl in die Pyramide rein, sonst versinken wir da unten im Treibsand. Gut, wir haben gleich eine halbe Stunde aufgenommen. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel ich noch schaffe. Okay. Gut. Ja, dieser Punkt ist ziemlich leicht. Aber was war nochmal die Aufgabe hier in der Pyramide? Ich hab's total vergessen. War das das, wo man... ach, ich versuch's einfach. Irgendwas wird sich da schon ergeben. Ja, gut. Diesen Klotzler lassen wir mal sehen. Von dem ich jetzt gerade leider nicht weiß, wie der heißt. Und jetzt müssen wir uns lang angeln. Sonst versinken wir hier im Treibsand, wo wir noch ein bisschen laufen können. Dann müssen wir da von ganz unten nach ganz oben oder so. Yeah! Yeah! So. Hier einfach hoch. Und jetzt kommt die Quetschwalze des Todes. Ah. Die hat einen Affenzahn drauf. Oh ja, die ist sowas von schnell. Das ist auch sowas von knapp. Gut. Diese Szene ist auch gern. Ach. Ich weiß, was ich jetzt nicht gehört, aber ich glaube im Hintergrund. Nee. Oh, schnell. Ah, war das klar. Denn sonst hätten uns diese komischen Blitzkugeln einfach mal kaputt. Gut. Jetzt sind wir beim lieben Kollegen hier. Nein. Boah. So. Das ist am besten, wenn wir hier auf dem Bauch bleiben. Dann haben wir nicht nur so eine schöne Reise. Nein, wir kommen auch sicherer da hinten, als würden wir unter ihm durchlaufen. Gut, das reicht uns aber schon. Danke fürs Mitnehmen, Alter. Und wir sind beim Stern. Nicht schlecht.
So, nächste Aufgabe. Und ich könnte jetzt schon raten, dass es die 8 roten Münzen sind. Nee, doch nicht. Lande auf allen 4 Säulen. Hab ich mich vertan. Diese Aufgabe ist auch nicht so schwer eigentlich. Vorausgesetzt, man hat so einen gewissen Plan, wie man das anstellt. Dafür müssen wir wieder hier rauf, um uns die Flugmütze zu holen. Yeah. Und dann würde ich sagen, gehen wir zuerst zu dem hier hinten. Und jetzt fliegen wir schnell zu dem Flug. Und versenken Treibsand. Ja, super. So macht es sich doch. Wunderbar. Ich würde sagen, ja, das Beste hat man noch nie gesehen als... Ach, verkneift euch eure Kommentare. Hintergrundgeräusche. Ja, das ist mein Bruder. Mein Bruder, der ist... Der war schon bei der letzten Mario-Aufnahme mal zu hören. Ne, Bro? Gut. Holen wir uns wieder die Flugmütze und gehen jetzt mal anders vor. Und zwar fliegen wir erst zu dieser Säule, die gerade auch. Jetzt fliegen wir zu der da hinten. Weil die beiden da hinten sind nicht in der Nähe von Treibsand. Gut, das macht überhaupt nichts. Wir gehen einfach wieder hoch. Jetzt. Wieder hochklettern. Ich hoffe, dass die Flugmütze noch ausreichen. Wenn nicht, sind wir da hinten gleich ziemlich. So, und jetzt rein doch, schnell. Schnell, 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 schnell. Und? Ah, Punktlandung, genau. Punktlandung. Ich würde sagen, eine 4,5. Yeah, Funkstufen, yeah. Gut. Denn jetzt kommt einer. Ja. Was war das? Jetzt kommt einer der Gegner, die ziemlich kurios sind. Ja. Und zwar die Hände mit Augen. Schritte, Grabräuber. Wer wagt es, den ewigen Frieden unseres Grabes zu stören? Jenen sei gewiss, dass wir diesen Level Frevel. Wird das ausgesprochen? Frevel, ja. Mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn niemals zermalmen. Und Ra stehe ihm bei, dass es schnell geht. Nein! Verdammt, ich sagte nein! Ja. Nein. Wie ihr seht, müssen wir auf den offenen Augen. Immer auf das Auge zugehen, was offen ist, um den Gegner zu besiegen. Das funktioniert gerade ziemlich gut. Und nein! Verdammt! Oh, dich doch! Na los! Und bam! Yeah! Wir sind besiegt! Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm als Dank diesen Stern. Donkey. Sehr nett von euch. Und wir haben 47 Sterne. Ja. Ich würde sagen, wir machen die Welt noch zu Ende. Und dann wird die Aufnahme beendet.